Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie herzlich begrüßen zu unserer Abendsitzung Herzinsuffizienz Fokus auf die Trikuspidal- und Mitralklappe. Ich darf diese Sitzung gemeinsam mit Herrn Werner aus Trier moderieren und wir haben ein sehr tolles Panel an Referenten, die uns hier wichtige Informationen liefern werden. Ich darf vielleicht als Einleitung kurz, warum ist das so ein heißes Thema geworden, Trikuspidalinsuffizienz bei Herzinsuffizienz? Es gibt eine Reihe von Studien, wie wir noch hören werden, die zeigen, dass das Vorhandensein und vor allem das Ausmaß dann einer Trikuspidal- oder Mitralinsuffizienz bei Herzinsuffizienz ein wichtiger prognostischer Faktor ist. Und daher hat sich sehr viel darauf konzentriert, hier therapeutisch einzugreifen und wieder zu zeigen, dass eine Reduktion dieser Insuffizienzen auch zu einer Verbesserung des Outcomes führt. Die Chirurgie war hier bei isolierten Eingriffen bisher nicht sehr erfolgreich, aber die Katheterintervention, die hier doch mit einem niedrigen Risiko gezeigt hat, dass sie diese Insuffizienzen reduzieren kann, hat ganz hohes Interesse in den letzten Jahren gefunden. Die meisten Daten momentan gibt es für das Clipping-Verfahren bei der Mitralinsuffizienz. Nach wie vor ringt man darum, ob eine Annuloplastie über den Koronarsinus, das hat sich allerdings nicht so wirklich durchsetzen können, hier auch einen Effekt bringt. Und auch bei der Trikuspidalklappe wurde eine Reihe von verschiedenen Verfahren eingesetzt. Auch hier sind die meisten Patienten momentan mit Clipping-Verfahren, aber eben auch mit anderen Verfahren wie Annuloplastie behandelt worden. Nun, die große Frage ist nicht nur, kann man das technisch durchführen, kann man die Klappe damit dichter machen, sondern die große Frage ist, kann man damit wirklich den Outcome der Patienten verbessern? Nun, wir werden in diesem Symposium, das von Edwards Life Sciences gesponsert ist, natürlich auch viel von dieser Firma hören, die sich ja der Klappe und Klappentherapie besonders verschrieben hat und auch die momentan am erfolgsversprechendsten Verfahren auch anbietet, mit dem Kardioband als Annuloplastie und mit Pascal für Clipping, sowohl für die Mitral- wie für die Trikuspidalklappe. Und wir werden folgendes Programm hier durchgehen können. Wir werden starten mit Herrn Baul aus Münster, der sozusagen noch einmal die Daten zusammenfassen wird, welche Bedeutung haben Trikuspidal- und Mitralinsuffizienz im Rahmen der Herzinsuffizienz. Wir werden dann von Herrn Böhm aus Homburg hören, medikamentöse Therapie dazu und die Grenzen, was kann man damit bewirken, was die Insuffizienzen betrifft, um dann auf die Intervention einzugehen. Wir werden von der Percutanen-Mitralklappentherapie, wer profitiert davon, von Herrn Lüdecke und dann von Herrn Hausleiter über die Trikuspidaltherapie berichtet bekommen, um dann in einem Roundtable dann noch einmal eine Diskussion zu haben. Ich möchte aber alle Teilnehmer sehr ermuntern, dass sie Slido verwenden und Fragen schon jeweils zu den einzelnen Vorträgen stellen. Wir werden uns durchaus Zeit nehmen, dann schon im Rahmen der einzelnen Vorträge das zu diskutieren und Ihre Fragen versuchen zu beantworten. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, ich freue mich sehr, hier die einleitenden Worte zur Epidemiologie und der sozioökonomischen Aspekte sowie die prognostische Bedeutung von Trikuspidal- und Mitralklappeninsuffizienzen Ihnen zusammengefasst darstellen zu können. Hier sind meine Conflicts of Interest. Starten möchte ich mit einmal der Darstellung der Erkrankungshäufigkeit der Herzinsuffizienz, hier aufgestellt aus dem Deutschen Herzbericht 2017 und ergänzt um die jetzt kürzlich publizierten Zahlen aus 2018. Und Sie sehen hier schon, dass es ein epidemiologisches großes Problem darstellt. Dargestellt sind die Zahlen pro 100.000 Einwohner im Jahr. Und wenn Sie wissen, dass im Jahr 2008 beispielsweise 2,8 Milliarden Euro für diese Versorgung dieser Patienten aufgebracht worden sind und im Folgejahr 3,2 Milliarden, können Sie ungefähr abschätzen, in welcher Region hier dieses Problem rangiert, zum sozioökonomischen Aspekten und vor allen Dingen von den medizinisch-klinischen, von den Patienten betroffenen Wichtigkeiten. Es ist die dritthäufigste kardiale Todesursache im Jahre 2018 mit insgesamt 37.700 Todesfällen. Die sozioökonomische Bedeutung, jetzt primär der Mitralklappeninsuffizienz, die ich im Weiteren darstellen möchte, basiert dieser Darstellung auf einer Analyse der Medicare-Database und einem Health Market Scan von Tugen, die den Gruppenvergleich von Patienten mit einer Herzinsuffizienz ohne Mitralklappeninsuffizienz bzw.
mit nicht signifikanter und signifikanter mitralfachen Insuffizienz untersucht haben und das nach klinischer Charakteristik und Komorbiditäten modelliert haben. Und das, was herausgearbeitet werden konnte, dass Herzinsuffizienzpatienten mit einer signifikanten mitralfachen Insuffizienz signifikant häufiger aufgrund einer Progression der Herzinsuffizienz aufgenommen werden mussten und dass die Verweildauer intrahospital signifikant höher war mit 1,9 Tagen im Vergleich zu Patienten ohne mitrale Insuffizienz und dass auch die jährlichen Behandlungskosten hier in Dollar ausgedrückt signifikant höher waren als bei Patienten ohne. Was wissen wir zur Prävalenz der Mitralklappeninsuffizienz in Europa? Und hier eine Arbeit von Herrn Ruiz, kürzlich auch publiziert, paneuropäisch, 19 Zentren mit klarer klinischer Indikation zur Durchführung einer Echokardiografie. Insgesamt wurden hier 15.500 Patienten in einem mittleren Alter von 70 Jahren eingeschlossen, die eine leichtgradige Mitralklappeninsuffizienz hatten. 15% hatten eine mittelgradige und 6% eine höher bis hochgradige. Vor allen Dingen wichtig noch für die begleitenden anderen Vorträge hier, dass 30% der Patienten ein begleitendes Lithium hatten, häufig die Tricuspidalklappeninsuffizienz. Untersucht wurde das Ganze auch für Subgruppen mit einem moderater und höhergradiger Mitralklappeninsuffizienz. Und da zeigte sich, dass 47% einer sekundären Mitralinsuffizienz auch hochsymptomatisch waren. Und wenn man das aufteilt zwischen primärer und sekundärer, sehen Sie hier die Aufteilung. Und Sie sehen auch, dass bei Frauen eher die primäre Mitralklappeninsuffizienz hier nachweisbar gewesen ist. Zur prognostischen Bedeutung haben Sie schon auf dem ersten Slide von Professor Baumgartner gesehen, diese sehr schöne Arbeit von Herrn Borsier im European Heart Journal of Heart Failure, dass sie eine bizentrische italienische Studie mit insgesamt 470 Patienten und Herzinsuffizienz, wobei der überwiegende Anteil hier Männer waren im Alter von 60 bis Jahren und die Kategorie der Nya-Klassifikation 1 bis 4, überwiegende Anteil war bei 60% knapp in der Nya-Klassifikation 2. Und das Ganze wurde nochmal stratifiziert nach Nya 1 bis 2 und Nya 3 bis 4, um zu schauen, welche Patientengruppe möglicherweise doch am ehesten profitiert hinsichtlich des Überlebens. Und da ist eindeutig herauszuarbeiten, dass das Ausmaß der Mitralklappeninsuffizienz ein unabhängiger Risikoprädiktor für Patienten in der Nya-Klassifikation 1 und 2 gewesen sind und dass bei Patienten mit höhergradiger Mitralinsuffizienz hier diese Unabhängigkeit letztlich verloren gegangen ist, sodass hier der Appell wahrscheinlich daraus zu schließen ist, dass auch im früheren Stadium über Konzeptionen für diese Patienten nachzudenken ist. Was wissen wir über den klinischen Verlauf von Patienten mit isolierter, moderater, bis schwerer Mitralklappeninsuffizienz und hier aus Olmsted County in den Vereinigten Staaten, 1300 Bewohner prospektiv eingeschlossen, mittleres Alter 77 Jahre und das ist die Kaplan-Meier-Kurve, und zwar zwischen dem erwarteten und dem beobachteten tatsächlichen Überleben und Sie sehen, dass es bei den Prävalenz erstmal keinen Hinweis gibt, und dass 50% der Patienten hier verstarben. Und dieses ist dann unterteilt worden in einmal eine Ejektionsfraktion. Kleiner 50% sind sie deutliche Unterschiede des beobachteten Überlebens und einmal für Patienten mit besserer Pumpleistung über 50%. Und hier sehen Sie eine andere, aber weiterhin signifikant reduzierte Überlebenskurve für Patienten mit dieser isolierten moderaten schweren Mitralinsuffizienz. Was passiert, wenn wir Patienten mit einer schweren Mitralinsuffizienz nicht weiter versorgen? Das sehen wir hier schon an dieser sehr eindrücklichen Grafik, leider in dunkelblau, die Mortalität und der Anteil der Patienten mit Hospitalisierung. Sie sehen, dass schon im ersten Jahr eine extrem hohe Sterblichkeit mit 20% liegt, die bei fünf Jahren bei 50% zu dokumentieren ist. Und bereits im ersten Jahr knapp 40% hier entsprechend rehospitalisiert werden mussten. Das geht bis zu 90% nach 5 Jahren, wenn sie es bis dahin überlebt haben. Zu den weiteren diagnostischen therapeutischen Strategien werden die nachfolgenden Vorträge darauf eingehen. Das habe ich hier nur kurz gezeigt. Die Diagnostikalgorithmen publiziert einmal von der Deutschen Gesellschaft für Kardiologie und einmal jetzt kürzlich von den Codes als von mehreren Fachgesellschaften aus. Nun komme ich im zweiten Teil zur Tricuspidalklappeninsuffizienz und möchte hier die Prävalenz der moderaten sekundären Tricuspidalklappeninsuffizienz Ihnen vorstellen.
aus einer prospektiven multizentrischen Studie aus Spanien, die bei 535.000 Echokardiografien eine Prävalenz einer signifikanten tricuspidalen Insuffizienz von 6% gefunden hat bei Patienten im mittleren Alter um die 77 Jahre, die sich, was Geschlecht, das Vorhandensein von Vorhofflimmern und oder aber auch der Nyha-Klassifikation hier nicht signifikant unterschieden. Unterschiede gab es tatsächlich im Vorhandensein von implantierbaren Devices. Der überwiegende Anteil dieser moderaten sekundären tricuspidalen Insuffizienzen war assoziiert mit auch mitral- und Aortenklappenproblemen, die hier dunkelgrün an der linken Seite des Bildes 59% beschrieben sind. Und auch diese Überlebenskurve haben Sie initial schon gesehen. Das ist die von einer Single-Center-Studie der Mayo-Klinik in den Vereinigten Staaten, die 13.000 Patienten mit Herzinsuffizienz untersucht haben. 11.000 Patienten hatten eine sekundäre Tricuspidalklappeninsuffizienz und eine reduzierte Pumpfunktion. Die TI wurde beschrieben mit trivial bei 33%. Und das ist der oberste dunkelblaue Balken bis zu schwergradig der untere rote. Und das hier Überleben nach 5 Jahren signifikant reduziert ist für alle diese Modalitäten, sehen Sie in der Kaplan-Meier-Kurve und bei 10 Jahren nochmal umso mehr. Und die funktionellen Tricuspidalklappeninsuffizienz war unabhängig assoziiert mit der pulmonalen Hypertonie und dem Vorhofflimmern und zeigt die Bedeutung letztlich im Überleben schon, dass sich auch teils schon nach 2 Jahren separieren sich die Kurven signifikant und was hier nochmal den Fokus auf eine frühzeitige Diagnostik und Therapie wirft. Die prognostische Bedeutung hier wurde in einer Meta-Analyse zusätzlich von einer Datenbankstruktur verifiziert, wobei immerhin 440.000 Patienten knapp eingeschlossen worden sind mit neu diagnostizierter Herzinsuffizienz in einem mittleren Alter von 73 Jahren. Und Sie sehen hier die verschiedenen Überlebenskurven bei vorbestehender Erkrankung und die hochgradige Tricuspidalklappeninsuffizienz, ähnlich wie das die vorhergehende Studie gezeigt hat, ist halt die mit am schwersten betroffenen Patientengruppen und auch inzidentell in dem Verlauf der Untersuchung bzw. des Zeitfensters hier diagnostizierte Tricuspidalklappeninsuffizienzen haben einen vergleichbaren Mortalitätsaspekt. Daher wurde entsprechend auch von vorhanden ein Vorschlag unterbreitet zur weiteren Differenzierung der schweren Tricuspidalklappeninsuffizienz, wo hier andere Rahmenparameter und Messwerte zur Diskussion gestellt worden sind. Und darauf werden möglicherweise auch die anderen Vorträge oder wir in der Diskussion später nochmal eingehen können. Wenn nun beide Klappen, über die wir heute sprechen, mitral- und Tricuspidalklappen, hochgradig entsprechend im Verlauf verändert sind, konnte eine 2019 publizierte Studie aus Wien belegen, dass eine moderate Biklappenfunktionsstörung vergleichbar ist mit dem Mortalitätsrisiko wie eine hochgradig isolierte einzelne Mitral- oder Tricuspidalklappeninsuffizienz. Und das in einem mittleren Alter von 60 Jahren bei überwiegend männlichen Studienteilnehmern. Ähnlich wie bei der Mitralklappeninsuffizienz gibt es auch für die Tricuspidalklappeninsuffizienz entsprechende Berechnungen der Kosten dieser Erkrankung. Und Sie sehen hier einmal aufgeführt Patienten mit Herzinsuffizienz und ohne Herzinsuffizienz mit klinischer relevanter Tricuspidalklappeninsuffizienz und ohne. Und die Therapiekosten hier neben den Hospitaltagen sind eindeutig und sprechen für sich. Die Patienten mit einer Herzinsuffizienz und einer signifikanten Tricuspidalklappeninsuffizienz haben auch hier die größte ökonomische Bedeutung, neben dem natürlich medizinisch-ethischen. Sodass ich an dieser Stelle mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken darf und für weitere Fragen gerne zur Verfügung stehen. Herr Baumgart, Sie müssen ihn noch unmuten. Wir hören Sie nicht. Danke, habe ich übersehen. Ja, vielen Dank, Herr Paul. Ich habe jetzt noch keine Fragen aus dem Auditorium und darf daher vielleicht selbst beginnen. Sie haben also nochmal schön gezeigt an den Daten, dass wenn man die ganze Gruppe nimmt, dieser sekundären Insuffizienzen bei Tricuspidal und Mitralklappe, dann ist das ein doch prognostisch sehr wichtiger Faktor. Jetzt haben wir es einerseits schon bei der Mitralklappe
mit einer heterogenen Gruppe zu tun, Patienten, die Herzinsuffizienz noch mit erhaltener Ventrikelfunktion haben. Dann haben wir die Gruppe, die zunehmend in den Fokus gerät, die eigentlich eine atriale Problematik hat im Rahmen von Vorhofflimmern, und dann die mit reduzierter Linksventrikelfunktion. Wie weit kann man hier aus den Daten schon sagen, wie sich das, lässt sich das umlegen auf die Gesamtgruppe, was Sie hier präsentiert haben? Oder müssen wir das in erster Linie auf die mit reduzierter Ausschlussfraktion beziehen? Es gibt tatsächlich bedingt Daten dazu, die mit reduzierter Ausschlussfraktion, dafür gibt es, glaube ich, die besten und solidesten Daten, aber es sind sicherlich die Entitäten, die Sie gerade auch schon genannt haben, die hier signifikant auch weiter untersucht werden sollten bei diesen komplex erkrankten Patienten tatsächlich. Und ich glaube, der Fokus sollte hier versucht werden zu legen, auch auf die frühzeitige Diagnostik und dann auch die frühzeitige interdisziplinäre Teambesprechung, wie diese Patienten dann weiter zu verfolgen sind. Und da bleibt es sicherlich auch gespannt zu sehen, ob es direkten Vergleichsmöglichkeiten gibt, wie die mit erhaltener Pumpfunktionsstörung zu sehen sind, differenziert beispielsweise auch zusätzlich nach arterialen Erkrankungen parallel. Und ich denke, dass da in der Zukunft auch noch zusätzliche Studien zu sinnvoll und auch durchgeführt werden sollten und werden. Die Trigospitalinsuffizienz ist in dem Zusammenhang ja noch komplexer, weil die Gruppe dieser Patienten, die in das reinfallen, noch viel heterogener ist mit ihrem hämodynamischen Hintergrund oder auch teilweise funktionellen Hintergrund, was teilweise schrittmacherassoziierte Insuffizienz und so weiter betrifft. Vielleicht könnten Sie da noch kurz kommentieren, welche Faktoren man hier eigentlich schon herausgearbeitet hat, die prognostisch dann noch einmal eine ungünstige Situation darstellen. Hier ist sicherlich die Frage, wie die Schwere der Trigospitalkrankeninsuffizienz letztlich auch zu werden ist. Ob es tatsächlich hier das Device ist, was mit einer Rolle spielt, wie die Geometrie der Kammer ist, die Weite der Kammer ist. Und das ist das, was hier als möglicherweise auch Risikofaktor in den letzten Zeit auch von Frau Hahn gezeigt mit zu interpretieren ist. Und ab welchem Punkt letztlich der rechtsventrikulären Dilatation hier noch sinnvollerweise Interventionen denkbar sind. Die Geometrie hier spielt, denke ich, die entscheidende Rolle mit. Und noch in Bezug auf die Hämodynamik, gerade was die linksventrikulär Füllungsdruck, Pulmonalisdruck, Pulmonalgefäßwiderstand betrifft. Also hier gibt es ja schon auch die Daten, dass die Patienten, die eine gute Hämodynamik haben, die beste Prognose haben und die mit erhöhtem Füllungsdruck kommen dann und die schlechtesten sind die mit erhöhtem Widerstand. Das wird vielleicht auch ja wahrscheinlich noch kommen, wenn wir dann über die Trigospitalinsuffizienz sprechen. Ja. Ich glaube, zum ersten Vortrag müssen wir einfach zusammenfassen, dass die Datenbasis, dass diese Insuffizienzen eine prognostische Bedeutung haben, die ist sehr, sehr gut validiert. Ich glaube, das, was das Problem ist, und das werden auch die nächsten Vorträge noch diskutieren, diese Daten sagen uns nicht, dass eine Reduktion dieser Insuffizienz dann auch tatsächlich zu einer Verbesserung des Outcomes führt. Und da werden wir uns noch in den nächsten Vorträgen, glaube ich, eingehend damit beschäftigen müssen. Also ich danke Ihnen nochmal, Herr Paul, für diesen Einstieg und für diese Eröffnung sozusagen der Problematik. Und ich darf jetzt Herrn Werner bitten, Herrn Böhm anzusagen. Ja, ganz herzlichen Dank. Ich bin gebeten worden, die Grenzen der medikamentösen Therapie zu besprechen. Sie werden jetzt gleich das Thema, was wir schon sehr schön von Herrn Paul gehört haben, ein bisschen aus myokardialer Sicht sehen. Nun, Herzinsuffizienz ist im Grunde ja nichts weiter morphologisch, zumindest bei der systolischen Herzinsuffizienz, die relevant für die Klappen ist, als eine progrediente Ventrikeldilatation. Das ist hier aus einem kürzlichen Positionspapier entnommen. Und das wird getriggert eben durch eine ganze Reihe von Komorbiditäten, zum Beispiel Myokardinfarkt oder Ventrikelerkrankungen, die dann natürlich auch die Form des Klappenvitium mitdeterminieren können. Und dieses progressive ventrikuläre Remodeling besteht natürlich aus einer Ventrikeldilatation,
die Klappe dann beeinträchtigt, aber auch aus einer veränderten Steifigkeit oder Wanddickenzunahme oder auch Wanddickenabnahme des Ventrikels. Zusammen mit einem atrialen Remodeling, und darauf ist Herr Baumgartner schon kurz eingegangen, was alles zusammen komplexerweise die Klappenfunktion beeinträchtigen kann. Also nun, die Mitralinsuffizienz ist klar, das sehen Sie hier, ist das Erste, was passiert am linken Ventrikel. Und so beginne ich zunächst mal mit der Einschränkung des linken Ventrikels. Die Mitralinsuffizienz, die dadurch entsteht, dass der Ventrikel dilatiert, der Vorhof dilatiert und damit es auch zu einer Maladaptation der Mitralsegel kommt. Das sind die Möglichkeiten, die man hat. Und wenn dann der pulmonale oder der postkapilläre Druck steigt, wird der rechte Ventrikel kompromittiert und dann kommt es zur Tricuspidalinsuffizienz. Im Folgenden möchte ich Ihnen medikamentöse Therapien vorstellen, die das Remodeling ausmachen und die möglicherweise die rechts- und die linksventrikuläre Funktion beeinflussen. So wirklich spezifisch daraus ausgerichtete medikamentöse Studien gibt es eigentlich nicht, weil man natürlich über viele Jahre dachte, dass das ein so evident mechanisches Problem ist, wo nur die Klappe direkt angegangen und möglicherweise operiert werden kann. Nun, wie sind beim myokardialen Remodeling letztendlich die molekularen Targets definiert worden? Und das ist eine sehr alte Arbeit. Und da sehen Sie, das ist das klassische Target des Remodelings, wo das Ganze überhaupt entdeckt wurde. Und da sehen Sie die Beziehung zwischen dem linksventrikulären Masse-Volumen-Verhältnis und der Angiotensin-Konversionsenzym-Aktivität nimmt die Masse zu bei relativ kleinem Volumen. Und das sehen Sie rechts, dann steigt die diastolische Wandspannung. Und damit kommt es nicht humoral oder so, sondern im Myokard direkt zu einer vermehrten Expression von Angiotensin-Konversionsenzym. Und dann ist das begleitet von einer ganzen Kaskade, die davon abhängt, einer neuroendokrinen Aktivierung, nämlich der Aktivierung von Noradrenalin, Angiotensin 2 und Aldosteron, die synergetisch in der Progression der Ventrikeldilatation wirken. Und dementsprechend resultieren hieraus unsere Möglichkeiten zu intervenieren. Und das ist die neuroendokrine Therapie mit RAS-Inhibitoren, Beta-Blockern und Mineralocorticoid-Antagonisten bei Herz. Nun, jetzt gibt es neue Kandidaten, das sind die ARNIs, die neu charakterisiert wurden und die SGLT2-Inhibitoren und die sind ebenfalls Standard bei der Herzinsuffizienz und man wird möglicherweise mit allem hier beginnen und da weiß man natürlich nicht, was die auf die Klappenfunktion machen. Also im Folgenden möchte ich kurz mal auseinandersetzen, was man eigentlich von den unterschiedlichen Therapien erwarten kann, den Ventrikel zu beeinflussen. Und da sieht man zunächst mal hier in der roten Kurve, das sind im Grunde alte Daten, auch von Pfeffer, der das Ganze entdeckt hat, zusammengetragen, dass im Grunde Alapril macht kein Deromodeling. Das ist herausgekommen, auch bei den Stammzellstudien, wo man immer mal geschaut hat, was macht es am Ventrikel. Es hält die progrediente Ventrikeldilatation auf. Es führt aber nicht oder in extrem seltenen Fällen wirklich zu einem Kleinerwerden des Ventrikels und damit zu einem Deremodeling. Das machen ACE-Hämmer, auch AT1-Blocker nicht. Die einzigen, die das machen, vielleicht auch durch die Veränderung der Biologie des Herzens, durch die Frequenzabnahme, sind Beta-Blocker. Und da gibt es so einige kleine Remodeling-Studien, die zeigen, dass Carvedilol wohl der Beste ist. Also Beta-Blocker, ja, gerade bei behandlungs- mehr oder weniger naiven Patienten, das weiß man aus den frühen Herzinsuffizienzstudien, sieht es so aus. Das ist jetzt die PROOF-HF-Studie. Das ist eine Untersuchung mit Sacubitril-Valsartan, die zusätzlich zur RAS-Inhibition eine Neprolysin-Inhibition addiert hat. Und Sie sehen hier oben links die Ejektionsfraktion, linksventrikuläres antiastolisches und systolisches Volumen und die Vorvolumina. Nun, Sie sehen hier die Änderungen von der Baseline. Auf der Abszisse ist dann noch dargestellt die Pro-BNP-Werte. Und Sie sehen, das korreliert, wird der Ventrikel kleine Steigerung der Ejektionsfraktion haben, dass 80% der Patienten etwa eine Verkleinerung des enddiastolischen und endsystolischen Volumens haben und dass auch der Vorhof kleiner wird. Und das ist damit die effizienteste und potenteste Anti-Remodeling-Intervention, die man machen kann. Und die ist natürlich relativ neu. Und Sie sehen auch hier, der Vorhof wird kleiner. Und das war kurz die Bemerkung von Herrn Baumgartner, ob es da medikamentös was gibt. Gut, das könnte sein, dass das relevant ist. Man weiß aber nicht,
wie das auf Klappenfunktion oder vielleicht auch auf Hohlflimmern sich klinisch auswirkt. Auf jeden Fall gab es hierzu eine Studie, die PRIME-Studie. Die hat Sacubitril-Valsartan vor einer guten Hintergrundtherapie randomisiert angewendet, ja, und zwar gegen Valsartan, und hat nach 12 Monaten geguckt, wie sich eine Mitralinsuffizienz ändert. Und man sieht, hier unter Valsartan haben sich einige verschlechtert, die meisten sind gleich geblieben, aber etwas mehr als 40% haben sich unter Sacubitril-Valsartan bezüglich der Sekundärfolge des Remodelings signifikant verbessert. Das ist hier die PRIME-Studie und da sehen Sie, da wird die Mitralinsuffizienz geringer. Und daraus resultiert die Empfehlung, dass auch mit dieser eher neuen Substanz man tatsächlich ein bisschen warten sollte, bevor man eine Mitralklappe interveniert. Und das gilt nicht nur für die Mitralklappe, das gilt natürlich auch für diesen Cut-Off überall da, wo es einen EF-Cut-Off gibt, nämlich zum Beispiel für die Resynchronisationstherapie, eventuell ICD-Therapie und diese ganzen Klappeninterventionen, die man da machen kann. Also die Therapie sollte vollständig sein, sie sollte unter den vollständigen Gegebenheiten also wirklich gut gemacht sein. Nun ist die Frage, ist das vielleicht einfach so, dass wenn ein Interventionalist das macht, dann hat er schlecht behandelt? Und ich habe hier die positive CoAPT-Studie gesehen. Das heißt, mit anderen Worten, die Mitralinsuffizienztherapie utilisiert nur das, was eigentlich medikamentös verpasst wurde. Und da sehen Sie hier in CoAPT die medikamentöse Therapie, also die wirklich großen drei hier vorne, die sind etwa so gut gegeben wie in den meisten Herzinsuffizienzstudien. Ja, das war zwar in den SGLT2-Inhibitor-Studien hier 70%, aber 50% ist sehr gut. Und das war eine sehr gute Herzinsuffizienztherapie. Hier 90% Beta-Blocker, sodass man sagen kann, dass wahrscheinlich die Mitralklappenintervention unabhängig davon wirkt. Und wenn man die Effektgrößen ansieht, und das ist hier so ein bisschen grob dargestellt und über die Kante gebogen, dann sehen Sie hier die ganzen Behandlungseffekte der Medikamente und der Mitraclip hier in der positiven unserer Vorzeigestudie von Greg Stone hat die gleichen Effekte, wie man sie hier hat. Also mit anderen Worten, Klappenintervention, ja, vielleicht unabhängig davon, Klasse 1C-Intervention, ist die Empfehlung, aber diese Empfehlung, weil es ja keine Studien gibt, ist natürlich expertengetrieben, aber ein Klappeneingriff, eine Klappenchirurgie, das ist aus der Klappenleitlinie, sollte immer begleitet sein von einer vollständigen medikamentösen Hintergrundtherapie. Und wo stehen wir jetzt? Also hat die stärkste Wirkung auf Remodeling, wo man was an der Klappen erwarten könnte, der Beta-Blocker. Auch SGLT2 extrem wenig. Da gibt es nur eine kleine Studie mit Dapagliflozin und eine kleinere mit EMPA ist unterwegs. Und der Mineralokortikoid-Antagonist macht den Ventrikel geschmeidiger, aber in der EF ist auch nicht so viel. Sodass man sagen würde, diese vier Substanzen, so könnte eine neue Leitlinie aussehen. Das ist hier aus anderen Präsentationen und einigen Positionspapieren zusammengesucht. Wird hier bestimmte Wirkungen haben, nicht allzu doll. Aber in den Subgruppen, die dann hier in der Therapie im Vorgehen empfohlen werden, wird natürlich auch stehen, die Mitralklappenrekonstruktion aufgrund der klinischen Endpunkte bei einer disproportionalen Mitralinsuffizienz bei ausgewählten Patienten. Das wird in der Leitlinie wahrscheinlich natürlich verankert sein. Gut, wie sieht es jetzt aus mit dem rechten Ventrikel? Ich drehe jetzt zum rechten Ventrikel und diese Arbeit, hier schon ein paar Jährchen alt ist, habe ich Ihnen mitgebracht. Das war im Grunde die erste Arbeit des leicht mal vernachlässigten rechten Ventrikel. Da hat man geschaut, braucht man den überhaupt? Und man hat hier den komplett koaguliert bei Hunden, die eigentlich herzgesund waren. Da hat man den rechten Ventrikel im Grunde abladiert komplett. Und es zeigte sich, es hat sich nichts an der Sterberate geändert. Das heißt, mit anderen Worten, ist das Herz gesund, braucht man ihn nicht. Allerdings, sobald über eine Hypertrophie, enddiastolische Druckerhöhung, das ansteigt, dann wird sofort der linke Ventrikel kompromittiert und umso stärker, je weiter er vorgeschädigt ist. Nun, und woran liegt das? Und das sieht man hier dargestellt, das sind alte Arbeiten von Karl Weber. Bei einer linksventrikulären Hypertrophie kommt es bei einer Steigerung des Volumens, einer Dehnung, also mit anderen Worten Volumenbelastung,
zu einer überproportionalen Steigerung des rechtsventrikulären Füllungsdrucks. Das ist hier mit linksventrikulärer Hypertrophie und mit ohne linksventrikuläre Hypertrophie aus Grund verschiedener Ursachen. Und dann ist man sofort dabei, dass man eine Rechtsherzinsuffizienz bekommt. Und das geht bidirektional. Das ist hier von Karl Weber die klassische Arbeit. Er hat einmal den rechten Ventrikel gedehnt und dann sieht man, kommt es zu einer Linksverschiebung der Druckvolumenkurve des linken Ventrikels bei Dehnung des rechten Ventrikels. Und rechts, wenn man den linken dehnt, dann kommt es zu einer überproportionalen Ansteig des RV-EDP. Mit anderen Worten, dieses zeigt das, was im ersten Vortrag schon angeklungen ist, diese direkte Interaktion zwischen rechtem und linkem Ventrikel. Und das kann man ja fast synonym gebrauchen für die Interaktion zwischen diesen beiden AV-Klappen. Und so sieht es aus mit der Wandspannung. Der rechte Ventrikel ist viel empfindlicher als der linke Ventrikel. Sie sehen hier die systolische Wandspannung des rechten Ventrikels bei diesen Nachlastsituationen 30 systolisch und des linken Ventrikels bei 120. Wenn man jetzt im Grunde die Drucke erhöht, dann verfünffacht sich, hoppla, bei einer Verdoppelung des rechtsventrikulären, der nachrechtsventrikulären Nachlast, die rechtsventrikuläre Wandspannung um das Fünffache. Und da kann der rechte Ventrikel natürlich nicht gegenhypertrophieren. Und insofern ist der empfindlich, wenn eine Mitralinsuffizienz sozusagen da ist, dann reagiert der rechte Ventrikel problematisch, dilatiert progredient und das resultiert dann hier wieder, wie in dieser Arbeit bildlich dargestellt, in einer Tricuspidalinsuffizienz. Und dann die Sterblichkeit und die Herzinsuffizienzhospitalisierung bei herzinsuffizienten Patienten und dass auch wenn man den Ventrikel entlastet, wenn er einer pharmakologischen Entlastung zugänglich ist, dann kommt es hier zu einer eher günstigen Prognose. Ist das fixiert? Die rechtsventrikuläre Dysfunktion ist die Prognose noch schlechter und dementsprechend ist das ein Problem. Und das schlägt sich wieder auch, wenn man eine Mitralklappenintervention macht, dann sehen Sie hier, ist die Prognose bei einer Tricuspidalinsuffizienz eben schlechter. Und hier die rechtsventrikuläre Klappenfunktion auf die Prognose bei Patienten mit linksventrikulärer Dysfunktion, also Herzinsuffizienz, Vena Contracta und Tapse. Und Sie sehen, ich habe hier extra mal eine ältere Studie mitgebracht. Da hat man gar nicht so sehr an die Tricuspidal-Intervention gedacht. Da war es schon so, dass das die Prognose determiniert. Also der rechte Ventrikel, die Prognose des linken Ventrikels. Und wie sieht es jetzt aus? Hier mit den Daten, es gibt ja noch keine wirklichen harten klinischen Daten, aber hier vor einer Hintergrundtherapie, die übrigens auch nicht schlecht war, sieht man, dass wenn eine Tricuspidalklappenintervention bei Patienten auch mit Herzinsuffizienz tatsächlich funktioniert, dann ist die Prognose besser, sodass hier es natürlich besonders spannend ist zu sehen, ob bei diesem biventrikulären Versagen tatsächlich das dann sich auf klinische Endpunkte übersetzt. Also ich fasse zusammen, das linksventrikuläre Remodeling ist die Grundlage der Klappeninsuffizienzen. Die medikamentösen Therapien tun da im Wesentlichen Gutes, aber anders als man denkt, der ACEMA führt nicht zu einem D-Remodeling, sondern eher der Beta-Blocker, aber nur untersucht bei schwach begleitbehandelten Patienten. Und das, was man am besten zurzeit sagen kann, ist, dass Sacubitril-Valsartan den stärksten Anti-Remodeling-Effekt hat, ist hier am effizientesten. Allgemein 3 Monate bis 12 Monate, wenn man das drin hat, die Studie lief 12 Monate, sollte man eine Reevaluation anschließen, um zu sehen, ob der Ventrikel sich vielleicht sogar normalisiert hat. Auf jeden Fall, wenn man dann die Klappenintervention durchgeführt hat, ist die medikamentöse Begleittherapie eindeutig empfohlen und wir sind gespannt wegen der begrenzten Datenlage, was herauskommt in den klinischen Studien zur TI und rechtsventrikulären Pumpfunktion. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, lieber Michael, ganz herzlichen Dank für diesen sehr schönen und sehr umfangreichen Vortrag. Ich glaube, es sind ganz, ganz, ganz wichtige Punkte angeklungen und es gibt eine Frage von den Zuhörern, die darum geht, dass Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz oftmals hypoton sind,
Die ganze medikamentöse Therapie unterstützt das ja oder verstärkt das ja häufig. Und die Frage ist, ob es nicht manchmal Sinn macht, vielleicht früher zum Device, sprich zum Clip zu greifen, um die Hämodynamik zu verbessern. Wir sehen das ja öfter mal, dass wir mit dem Clip die Kreislaufsituation verbessern können, der Blutdruck steigt und im Nachgang dann vielleicht auch die Herzinsuffizienzmedikation weiter intensivieren können. Ist das vielleicht nicht ein Konzept, was wir zukünftig ein bisschen enger verfolgen müssen? Also das ist, ich würde sagen, das ist ziemlich logisch und sicherlich sinnvoll. Natürlich, wenn man eine antiendokrine Therapie und alles drin hat, dann wird der Patient sich nach einem Klappeneingriff auch besser machen im weiteren Verlauf natürlich. Ich weiß nicht, ob man dann sagen kann, erst das eine und dann das andere, aber man könnte sich sicher darauf einigen, zu sagen, beides so früh wie möglich. Also, glaube ich, wichtiger und spannender Punkt. Du hattest es so ein bisschen angeschnitten. Wann kommt für dich so der Schritt zum Clip? Also was würdest du sagen, was sind für dich die Charakteristika? Müssen wir immer eine ausdosierte Medikation haben? Ist es so, dass du sagst, wenn die ausdosiert tolerable Dosierung eindosiert ist, sollten wir dann zum Clip schreiten? Oder was würdest du aus Herzinsuffizienzsicht sagen, wann ist der richtige Zeitpunkt und dass wir auch da nicht zu spät sind? Also die ausdosierte Therapie gibt es ja eigentlich bei Herzinsuffizienz nicht. Die haben vielleicht 10 bis 15 bis maximal 20% der Patienten überhaupt, aus verschiedenen Gründen. Und die große Diskussion ist jetzt, ob man die überhaupt braucht, weil die Dosisabhängigkeit ist nicht belegt. Das hört man zwar in jedem Fortbildungsvortrag, der hat hatte Halbdosis von Beta-Blocker und 50% Sterblichkeitszunahme. Das stimmt aber so nicht, weil man damit nur Leute selektioniert, die die Medikamente nicht vertragen, Komorbiditäten haben und deshalb eher sterben. Also ich würde mal sagen, die besttolerierte Therapie sollte drin sein, um den Patienten auch über die periinterventionelle Phase gut zu führen. Und natürlich, ich persönlich gehe davon aus, dass es einen additiven Effekt zwischen Medikamenten und dem Klappenersatz gibt. Das heißt mit anderen Worten, beides sollte getan werden. Schöner wäre es natürlich, wenn man Daten hätte, die das belegt haben. Also persistierende MI, vielleicht im Einzelfall 2 bis höhergradig mit den üblichen Kriterien, die diese Mitralklappeninterventionen möglich machen und dann unter einer Begleittherapie. Und wenn sie dann hinterher erhöht werden kann und besser vertragen wird, umso besser. Prima. Eine letzte Frage vielleicht noch. Wo siehst du den chirurgischen Klappenersatz? Wir haben jetzt viel über interventionellen Klappenersatz geredet bei Patienten mit schwerer Herzinsuffizienz. Vielleicht kannst du da noch kurz was zu sagen. Ja, also wir haben es gehört von Herrn Baumgartner und in vielen Vorträgen, dass tatsächlich eine Rekonstruktion bei einer relativen Mitralinsuffizienz ein hohes perioperatives Risiko hat. Es gibt Chirurgen, ich komme ja aus Homburg, da gibt es so einen String and Ring Ansatz, von dem behauptet wird, dass der im Grunde für diese sekundäre Mitralinsuffizienz besonders günstig ist, aber dazu fehlt natürlich jede Datengrundlage. Und insofern ist natürlich, wenn es machbar ist, der interventionelle Klappenersatz ist vorzuziehen. Das ist keine Frage. Ja. Gut, ganz herzlichen Dank. Wir sind schon etwas hinter der Zeit. An dieser Stelle ganz herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Symposium, das, finde ich, zwei Themenkomplexe zusammenbringt, die auch zusammengehören. Herzinsuffizienz, AV-Klappentherapie, das hier sind meine Interessenskonflikte, die beziehen sich in erster Linie auf die Zusammenarbeit mit der Firma Edwards im Bereich AV-Klappentherapie. Und ich finde die Frage relativ ambitioniert, das ist gerade schon ein bisschen angeklungen, zu identifizieren, welcher Patient profitiert von welcher Option, weil viele landläufig als feste Größen interpretierten Parameter in diesem Bereich wahrscheinlich in 10 Jahren gar nicht mehr als solche interpretiert werden. Wir wissen, dass die Herzinsuffizienzstratifizierung nach LVEF zwar das Beste ist, was wir gerade haben, aber mit Sicherheit nicht allen Entitäten gerecht wird. Das Gleiche gilt für die Quantifizierung der Mitralklappeninsuffizienz. Das Gleiche gilt für das wachsende Feld der Therapieoptionen. Und letztlich ist auch häufig die Frage, glaube ich, gerechtfertigt, ob der Einjahres- und Zweijahresmortalität tatsächlich die richtigen Endpunktparameter sind, nach denen man Patienten mit einer Herzinsuffizienz in jedem Fall quantifizieren sollte. Und
Ich möchte versuchen, die Frage anhand der vermeintlichen Evidenz zu beantworten, ein bisschen den Graubereich beleuchten und dann einen Lösungsansatz präsentieren, wie man zum jetzigen Zeitpunkt 2021 vor Erscheinen der europäischen Leitlinie möglicherweise dieses Thema angehen kann. Wir haben das schon in allen Vorträgen rund um das Thema seit 2018 eigentlich extensiv gehört. Wir haben diese zwei Studien und Paul Grayburn hat die Ergebnisse dieser MITRA-FR und CoAPT-Kohorte zu einer Theorie zusammengefasst, beziehungsweise die Erkenntnisse daraus, die besagt, dass wenn die Mitralklappeninsuffizienz disproportional ausgeprägt ist zum linksventrikulären enddiastolischen Volumen, dann scheint die Therapie dieses Vitiums einen prognostischen Vorteil für die Patienten zu haben, wohingegen das vermeintliche MITRA-FR-Kollektiv eher nicht davon profitiert. Ich glaube, das ist immer wichtig, das bis dato als das zu interpretieren, was es ist, nämlich eine Theorie basierend auf den Studiendaten aus MITRA-FR und CoAPT. Das ist bis dato noch nicht prospektiv validiert und sollte uns sicherlich nicht als alleiniger Entscheidungsparameter dienen. Trotzdem ist es sicher so, dass MITRA-FR und CoAPT alle Leitlinienempfehlungen bis dato geprägt haben, als die einzigen prospektiv randomisierten Studien bis dato sind. Und das, wir haben den von Herrn Paul gerade schon den Entscheidungsfindungsbaum der ESC gesehen, der vor wenigen Wochen publiziert worden ist und die vor Weihnachten veröffentlichte Leitlinie der US-amerikanischen Fachgesellschaften, die sieht hier auch die MITRA-FR und CoAPT-Daten wegweisend für ihre Entscheidung zu sagen, dass ein Patient mit einer sekundären Mitralklappeninsuffizienz erstmal von einem Herzinsuffizienzspezialist begutachtet werden sollte. Und wenn er dann die Kriterien für eine hochgradige Mitralklappeninsuffizienz erfüllt, das sind hier mehr oder weniger die CoAPT-Eingangskriterien, die hier als Referenz angefügt sind, und er hat eine EF von unter 50. Und das ist sicherlich was, was ganz interessant ist und sicherlich so in den H-Teams bisher noch nicht diskutiert wird. Aber wenn er eine EF unter 50 hat und nicht einen Bypass braucht, dann sollte dieser Patient mit einem Edge-to-Edge-Repair-Verfahren behandelt werden und eben nicht mit der Chirurgie, wofür einfach schlicht und ergreifend die Daten fehlen. Wenn man das jetzt nochmal übersetzt auf die erst kürzlich als universal übersetzte Definition der Herzinsuffizienz, dann sieht man, dass vor allem der Bereich der Reduced Ejection Fraction und der Mid-Range Ejection Fraction eigentlich von dieser Empfehlung schon ganz gut abgedeckt wird und hier eine Empfehlung für den Edge-to-Edge-Repair ausgesprochen werden kann. Die neu eingeführte Improved Ejection Fraction ist davon bis dato sicherlich unbetroffen, aber das scheint alles vermeintlich relativ eindeutig. Aber ich möchte so ein bisschen das relativieren und möchte gemeinsam mit Ihnen einmal diesen Entscheidungsfindungsbaum durchgehen, weil doch eigentlich an jeder Kreuzung, die wir hier sehen, Fragen offen bleiben. Wenn man ganz oben beginnt, dann muss man sich fragen, was ist eigentlich an der sekundären Mitralklappeninsuffizienz oder wovon sprechen wir hier eigentlich? Und Herr Baumgartner hatte das anfangs schon erwähnt, dass eigentlich meinen wir den dehiszenten Ventrikel symmetrisch bei der DCM oder asymmetrisch bei einer ischämischen Kardiomyopathie, der dazu führt, dass die Mitralklappe schlussunfähig wird. Und wir wissen, dass diese klassische Carpentier-3B-Anatomie eigentlich bei weniger als 50%, je nach Register sind sogar noch weniger, bei Patienten überhaupt vorliegt, sodass man sich wirklich fragen muss, von was für Vitien bei sekundärer MI sprechen wir eigentlich? Und wir haben das auch schon gehört, dass vor allem die Patienten mit der Preserved Ejection Fraction häufig dilatierte in ihrer Compliance massiv eingeschränkte Vorhöfe aufweisen, die sekundär auch eine Mitralklappeninsuffizienz provozieren. Auch das sind Patienten, zeigen Übersterblichkeit, wenn eine Mitralklappeninsuffizienz vorliegt im Vergleich zu den Patienten, die eben hier keine Pathologie aufweisen. Und das ist eine Arbeit, die diese Woche publiziert worden ist, wo die Arbeitsgruppe über 22.000 Echokardiografien retrospektiv analysiert haben und auch darstellen konnten, dass die atriale funktionelle Mitralklappeninsuffizienz eine höhere Sterblichkeit aufweist als eine hochgradige primäre Mitralklappeninsuffizienz, was am ehesten auf die Komorbiditäten zurückzuführen ist, die mit diesem Vitium einhergehen. Also wenn wir uns fragen, sekundäre Mitralklappeninsuffizienz, dann muss man das, glaube ich, in Zukunft klar unterscheiden, ob wir hier ventrikuläre Genese oder atriale Genese im Vordergrund sehen. Die Frage, was ist eigentlich schwer? Hier ist immer noch ein klarer Unterschied zu sehen zwischen den US-amerikanischen Empfehlungen und den europäischen. Und ich denke, das ist wichtig, dass wir in Europa die multimodale Quantifizierung der Mitralklappeninsuffizienz nicht verlassen, weil das sicherlich eher diesem Vitium und den technischen Möglichkeiten, die uns zur Verfügung stehen, gerecht wird, als das nur auf die EROA und die daraus abgeleiteten Regurgitationsvolumina zurückzuziehen. Und man kann eigentlich ganz oben in diesem Entscheidungsbaum bleiben und auch hier ergeben sich offene Fragen. Das haben wir gerade schon
adressiert. Was ist die optimale medikamentöse Therapie, die vorangestellt worden werden sollte? Für den ANI ist das relativ klar. Herr Böhm hat es schon ausgeführt. Hier gibt es klare Nachweise, dass das die Mitralklappeninsuffizienz reduzieren kann durch Remodeling-Prozesse. Es gibt eine kürzlich publizierte Arbeit an Ratten, die das für Dapagliflozin gezeigt hat. Die haben die Kollegen, das ist eine taiwanische Arbeitsgruppe gewesen, die haben im Rattenmodell eine Mitralklappeninsuffizienz provoziert und konnten durch Dapagliflozin hier eine Regredienz erzielen. Und die Frage ist bei den ganzen Patienten mit der HEFPEF, was heißt hier eigentlich optimale medikamentöse Therapie? Also was müssen wir hier an Vorarbeit leisten, bevor man einen interventionellen Klappenersatz oder eine Therapie in Betracht zieht? Und dieses Positionspapier der Heart Failure Association unter der Ägide von Burkhard Pieske hat das eigentlich schön zusammengefasst, wie wir das rausarbeiten sollen. Und der wichtigste Faktor in diesem Manuskript ist, glaube ich, im HEFPEF-Algorithmus das F2, dass man sich klar macht, was hat der Patient überhaupt für eine Grunderkrankung? Weil es durchaus Kollektive geht, von denen wir wissen, dass die auch in TopCat durchaus von Spironolactone profitiert haben. Keine Frage, es gab auch einen Paragon-HF-Patienten, die vom ANI profitiert haben. Ganz sicher profitieren die ganzen ATTR-Patienten, die im Stadium UH2 sind, von Tafamidis, und ganz sicher die AL-Patienten von einer Chemotherapie. Ich glaube, da muss man sicherlich erst gründlich eine Aufarbeitung betreiben, bevor man bei solchen Patienten an eine interventionelle Therapie denkt. Und die finde ich fast allerschwierigste Frage, die kommt ganz unten in diesem Entscheidungsfindungsbaum. Was heißt eigentlich Endstage? Endstage Heart Failure ist sicherlich ein ganz sensibler Bereich, und was man zum jetzigen Zeitpunkt sagen kann, dafür gibt es Daten aus der Heidelberger Arbeitsgruppe, auch multizentrische Daten aus Italien, die zeigen, dass wenn wir dem Patienten versuchen, mehr Zeit zu gewähren durch ein Edge-to-Edge-Repair, bevor er zu einer LVAD-Implantation vorgesehen ist, die als Bridge-to-Transplant-Strategie gedacht ist, dann tun wir dem Patienten keinen Gefallen. Wir wissen, dass die Mortalität dadurch ansteigt. Die Patienten gehen meistens dann in Intermax-Stadien 1, 2, 3 in die Operation. Also denkbar schlechte Strategie, um hier für den Patienten Zeit zu gewinnen. Anders ist es aber bei den Patienten, die sich eben nicht qualifizieren für Herztransplantation, LVAD-Implantation. Das ist auch durchaus gerechtfertigt bei diesem Kollektiv, wenn die Patienten sagen, gerade jenseits der 70, 75, die Grenzen verschieben sich hier, sie möchten kein VAD-Device. Da muss man sich fragen, ob es nicht durchaus lege Art ist, es bei diesen Patienten eine rein symptomatische Therapie anzubieten, weil wir wissen, dass gerade diese Patienten teilweise auch mit der LVEF von unter 20 symptomatisch durchaus vom Edge-to-Edge-Repair profitieren. Das heißt, es gibt einige Graubereiche, die diese gegenwärtigen Empfehlungen offen lassen. Aber ich glaube trotzdem, dass man zum jetzigen Zeitpunkt diese Frage beantworten kann, wer profitiert von was. Ich glaube, ganz grundsätzlich ist es so, dass wenn beide Themenkomplexe zusammenkommen, dann sollte das an einem Zentrum, das auch beides abdeckt, behandelt werden. Wir in Essen haben das so gelöst, dass das TMTT-Programm, das AV-Klappen-Programm, verlastet ist, eher in diesem Bereich Herzinsuffizienz und Intensivmedizin, dass praktisch diese Stratifizierung, vor allem das Follow-up durch Kollegen, die in diesem Bereich spezialisiert sind, erfolgt. Und wenn wir unser Kollektiv anschauen, das wir prospektiv mit dem Pascal-Device behandelt haben, dann sehen wir, dass wir zum einen eine niedrige Mortalität in diesem Kollektiv haben, zum anderen aber auch, dass tatsächlich nur 20% der Patienten, die wir mit einem Edge-to-Edge-Repair behandeln, tatsächlich co-up-like sind. Also 80% fallen in eine ganz andere Kategorie. Und diese 20%, das sind, glaube ich, auch die wir straightforward nach dem, was die Leitlinien empfehlen, behandeln sollten. Eine klare, optimale medikamentöse Therapie, die, glaube ich, nach vorsichtiger Interpretation auf jeden Fall auch den SGLT2-Inhibitor und den ANI beinhalten sollte. Die sollten im Heart Failure Board besprochen werden. Und ich glaube, man sollte die Zeit jetzt nutzen, wo es die Möglichkeit gibt, noch in Studien zu rekrutieren, auch diese Patienten in Studien einzuschließen. Bei den Patienten mit der LVEF unter 20, 25, da ist sicherlich, wenn das keine Patienten sind, die sich qualifizieren für eine Herztransplantation oder erweiterte LVAD-Therapie, dann sollten auch die Patienten sicherlich behandelt werden, weil das symptomatisch einen Benefit bringt. Wichtig ist hier, glaube ich, und das ist eine Arbeit aus der Mainzer Gruppe, dass solche Patienten auch mit einer hohen Sicherheit an erfahrenen Zentren behandelt werden können. Wenn man dann rausgeht aus diesem Stratum 40 EF unter 40 reduzierte Ejektionsfraktion, dann gibt es dieses Patientenkollektiv, das ein Gradientenproblem hat, das sich durch einen erhöhten DP-Min über die Mitralklappe nicht qualifiziert für einen Edge-to-Edge-Repair. Das sind Patienten, wenn die ein hohes Operationsrisiko aufweisen, wahrscheinlich in Zukunft durch interventionelle Klappenersatzimplantationsverfahren behandelt werden können, die wir jetzt auch schon
transapikal mit TAVI-Implantaten versorgen können, klassische Valve-in-Valve-Ansätze. Und die Patienten, die mit der EF über 50 liegen und die klassische atriale funktionelle Mitralklappeninsuffizienz haben, auch das sind Patienten, die mit einem Edge-to-Edge-Repair-Verfahren sicherlich gut behandelbar sind, so denn die Anatomie stimmt. Auch das sind Patienten, die man zum jetzigen Zeitpunkt gut in die Class 2D-2F-Studie einschließen kann. Immer im Hinterkopf zu haben, und das ist, was Herr Baumgartner auch schon eingangs sagt, es gibt sicherlich einen Teil dieses HEFPEF-Kollektivs mit großen Vorhöfen, wo das Vorhofflimmern tatsächlich der Treiber der Ringdilatation ist. Da hier muss man sicherlich im Heart Failure Board auch den Elektrophysiologen mit einbinden, um zu sehen, ist das ein Patient, der möglicherweise von der Vorhofflimmerablation profitiert oder nicht. Und hier spielt möglicherweise auch das Kardioband noch eine Rolle, wenn die Ringdilatation so massiv ist. Am Ende ist das ein Entscheidungsfindungsbaum, der kann nicht mehr sein als ein Konzept, das individuell sicherlich auch in die Zentrumsexpertise angepasst werden muss. Aber das sind wahrscheinlich die Optionen, die wir 2021 zur Verfügung haben. Und man darf gespannt sein, was da in Zukunft auch in der Entwicklung der Herzinsuffizienz und dem Verständnis der einzelnen Ätiologien noch auf uns zukommt und wo die einzelnen Therapien ihren Stellenwert wiederfinden. Und damit danke ich recht herzlich nochmal für die Einladung zu diesem Symposium. Ja, vielen Dank, Herr Lüdecke. Ich habe jetzt hier noch keine auswärtigen Fragen, darum darf ich vielleicht starten. Tatsächlich haben sich die Leitlinien, Taskforces oder tun sich noch sehr schwer mit dem, wie sie die Daten interpretieren sollen. Also die europäische Leitlinie ist noch nicht ausgegoren und noch nicht endgültig entschieden. Das, was Sie zitiert haben, und auch Herr Paul, ist ein Position Paper, das heftig diskutiert worden ist und letzten Endes auch sehr reduziert werden musste und moderater gemacht werden musste, weil auch in diesem Paper ja die Daten nicht präsentiert werden konnten, dass man, wie es ursprünglich dort auch vorgesehen war, relativ klar die Therapie der Mitralinsuffizienz empfiehlt. Die Diskrepanz zwischen Mitra-FR und Coapt ist in Wirklichkeit nach wie vor nicht geklärt. Auch dieses Konzept mit der disproportionalen Mitralinsuffizienz wurde in weiteren Tests an anderen Populationen ja nicht ganz bestätigt. Und man muss sagen, in Mitra-FR, das wurde ja noch einmal genau versucht zu analysieren. David Messiger-Zeitan hat das als erster Autor ja kürzlich publiziert, wo man noch einmal genau die Subgruppen sich angeschaut hat. Und auch die, die eigentlich genau das erfüllt haben, dass sie disproportional schwere Mitralinsuffizienz hatten, hatten überhaupt kein Signal. Also nicht nur, dass das nicht signifikant war, das war auch nicht absehbar. Also ich glaube, man kann das noch nicht wegwischen, dass wir hier zwei randomisierte Studien haben, die völlig diametral unterschiedliche Ergebnisse gezeigt haben. Und wir brauchen eigentlich schon noch mehr Daten. Die amerikanische Leitlinie hat das Problem zwar auch diskutiert, und sich dann aus welchen Gründen pragmatisch entschieden, die Einschlusskriterien für Coapt, die ja einen Fehler enthalten müssen, weil da ist, das geht bis zu einem end-systolischen Durchmesser von 70 Millimeter. Das sind ja Ventrikel, die sehen wir ja gar nicht. Das ist das Einschlusskriterium, das hier auch mit hineingenommen ist. Also ich glaube, dass die Taskforces, die hier entscheiden müssen, nach wie vor in einem Dilemma stehen, weil wir eine nach wie vor sehr schwer interpretierbare Datenlage haben. Sehen Sie das nicht auch so? Also das haben Sie ja schon super zusammengefasst und ich sehe es genauso und ich finde, es ist total legitim, das eigentlich auch offensiver zu formulieren. Bevor die Coapt-Studie publiziert worden ist, haben wir 1-2 Monate nach dem ESC in München 2018 ja sehr detailliert die Daten nur der Mitra-FR-Studie betrachtet und bis dann praktisch die Euphorie ausbrach, über die Coapt-Daten war man sich eigentlich ziemlich einig, dass die Versorgungsrealität in Deutschland beispielsweise, was die Qualität des Edge-to-Edge-Repairs, die Langlebigkeit des Edge-to-Edge-Repairs, die Failure-Rate an prozeduralen Ereignissen, wenn man das alles zusammenzählt, dann sind das alles Faktoren, die sich teilweise im einstelligen, aber auch teilweise zweistelligen Prozentbereich der Patienten widerspiegeln. Dann glaube ich, ist das in der Summe, der einzelnen Defizite, die damals benannt worden sind, durchaus eine Erklärung dafür, warum man möglicherweise nicht eine Versorgungsrealität
widerspiegelt, wie wir sie in Deutschland haben, wo erfahrene Zentren mit einer sagenhaften Sicherheit und niedrigen 30-Tages-Mortalität solche Patienten behandeln können, auch mit sehr, sehr guten Langzeitergebnissen. Und demgegenüber steht in der Co-Op-Studie, das ist sicherlich was, was Sie ja gerade auch schon erwähnt haben und was Andreas Hagendorf in einem ziemlich provokativen Arbeit auch publiziert hat, dass teilweise die hemodynamischen Betrachtungen, die Co-Op zugrunde liegen, weil wir einfach mit der Eroa das Regulationsvolumen überschätzen, das LVEDV dabei wahrscheinlich unterschätzen, mit der Hemodynamik eigentlich nicht vereinbar sind. Und das sind, sage ich mal, Defizite in beiden Armen, die man, glaube ich, ganz offen benennen muss. Und dann findet sich die Wahrheit wahrscheinlich irgendwo in der Mitte. Also ich sehe das ganz genauso. Und ich finde es wichtig, dass, und deshalb habe ich diese Rayburn-Hypothese, betrachte ich daher so ein bisschen mit Zurückhaltung, weil ich glaube, dass die beruht ja tatsächlich auf der Analyse dieser Daten, dieser beiden Studien. Und ich glaube einfach, dass wir immer noch trotz dieser zwei prospektiven Studien zu wenig wissen, um eine klare Aussage treffen zu können. Das sehe ich ganz genauso. Also vielleicht nur noch als Ergänzung, da wird MITRE-FR ein bisschen Unrecht getan. Die haben ja die Definition anders gehabt als Co-Opt, was schwer ist. Und daher, also die Ergebnisse waren eigentlich jetzt vom Technischen gar nicht so schlecht. Also ich glaube, man muss hier einfach die Kirche im Dorf lassen und muss eigentlich noch mehr Daten fordern, damit wir wirklich lernen, wie wir die Patienten am besten selektieren. Ich habe da noch eine Frage an Sie von unseren Zuhörern. Gibt es eine gute Definition für eine atriale Mitralinsuffizienz oder bleibt es weiterhin eine Ausschlussdiagnose, wenn keine ventrikuläre Ursache vorliegt? Also eine einheitliche Definition gibt es noch nicht. Es gibt zwei, drei Arbeiten, die habe ich auch als Referenz in diesem Vortrag gehabt, die das praktisch als Themenkomplex formulieren, dass man sagt, es gibt eine einheitliche, auch von Fachgesellschaften akzeptierte Definition. Das ist, glaube ich, noch zu früh, aber das wird sicherlich in den nächsten Jahren die Aufgabe sein, hier praktisch den Zusammenhang zwischen atrialer Dilatation, Ringdilatation und daraus resultierendem Vitium so zu definieren, dass das einheitlich anwendbar ist. Aber ich hatte ein Review aus JACC 2019 als Referenz mit diesem Vortrag, das das ganz gut zusammenfasst. Aber ich denke, zum jetzigen Zeitpunkt gibt es noch keine allgemeingültige Definition. Ich sehe auch erst ganz kurz, dass man das überhaupt anerkennt als Entität. Ich kann mich erinnern, bei der ESC-Leitlinien-Diskussion, bei der letzten 2017, wollte man das gar nicht reinnehmen. Die amerikanischen Leitlinien haben jetzt schon eine einzelne 2b-Indikation, aber nur für die Chirurgie bei Patienten, die eine erhaltene Linksventrikelfunktion bei atrialer Insuffizienz haben und medikamentös austherapiert sind. Das beruht aber natürlich auch nicht auf Daten. Ich glaube, bei der atrialen Mitralinsuffizienz stehen wir wirklich noch sehr am Anfang, wie Sie schon gesagt haben. Da müssen wir noch sehr viel lernen dazu. Gut, ich glaube, wir müssen aus Zeitgründen weitermachen. Ja, es ist eine schwierige Aufgabe jetzt, zu sprechen über die Tricuspidalklappentherapie. Peter Lüdecke hat gerade immer von einem Graubereich gesprochen. Wenn wir uns die Tricuspidalklappentherapie anschauen, dann gehen wir eigentlich ehrlich gesagt in einen kompletten Dunkelbereich, denn wir haben hier ja sehr viel weniger Daten und können uns hier auch weniger Ergebnisse von anderen Studien beziehen. Hier kurz meine Disclosures. Nun, die ganzen Devices, die Sie hier sehen, wurden entwickelt, weil die Mortalität der chirurgischen Therapie der isolierten Tricuspidalklappeninsuffizienz relativ hoch ist. Und Sie sehen hier, es gibt verschiedenste Devices, wie man eine Tricuspidalklappeninsuffizienz adressieren kann, über so Kooptationsdevices, die Leaflet-Devices, Klappenimplantationen, Heterotop und die Annuloplastie-Devices. Es gibt inzwischen auch orthotope Klappenimplantationen. Einige dieser Systeme sind auch schon wieder verschwunden und haben sich nicht bestätigt. Und es gibt inzwischen drei Systeme, die inzwischen kommerziell verfügbar sind und eingesetzt werden können. Was diese Daten mit diesen unterschiedlichen Systemen gezeigt haben, haben Sie in vergleichbarer Form schon in einer vorherigen Folie gesehen.
In dem Triwalf-Register konnten wir zeigen, gegenüber einer medikamentösen Kontrollgruppe, dass es tatsächlich vielleicht einen Mortalitätsbenefit geben könnte, wenn man diese Tricuspidalklappen interveniert. Dasselbe zeigt sich auch innerhalb des Triwalf-Registers, denn wenn wir hier die Patienten betrachten, wo wir nicht erfolgreich waren, wo wir die TI nicht reduzieren konnten, dann haben die eine schlechtere Prognose, eine erhöhte Mortalität gegenüber diesen Patienten, die erfolgreich therapiert wurden. Aber man muss natürlich berücksichtigen, dass hier natürlich ein erheblicher Selektionsbias diese Daten auch getrieben hat. Natürlich brauchen wir hier prospektive Studien, die letztendlich sehr vergleichbar wie CoAPT und MitraFR den Stellenwert der Therapie untersuchen. Und darauf werde ich ganz zum Schluss nochmal eingehen. Vielleicht ganz kurz zu den unterschiedlichen Devices. Es gibt ja, wie gesagt, wenig Daten, aber die eigentlich größte prospektive Studie, die wir haben, ist die Triluminate-Studie, bei der der MitraClip oder der TriClip evaluiert wurde auf seine Sicherheit und Effektivität. Und Sie sehen hier zunächst die Reduktion des Schweregrades der Tricuspidalklappeninsuffizienz. Sehr viele Patienten hatten noch höchstgradige Tricuspidalklappeninsuffizienzen im Rahmen dieser Fünfergraduierung. Und Sie sehen, nach einem Jahr waren immerhin 70% der Patienten, dass diese nur noch eine TI aufwiesen, die entweder gering, mild oder moderat waren. Also insgesamt eine deutliche Verbesserung der echokardiografischen Regurgitation. Das zeigt dann auch eine Reduktion in der Hospitalisation, einen klinischen Impact. Und das ist immerhin ja eine 40-prozentige Reduktion, was ja durchaus, wenn wir die Kosten gerade vorher gesehen haben, von großer Relevanz ist. Es gibt neben dem CLIP auch das Pascal-System. Wir hatten in München die Möglichkeit, das Pascal-System sehr früh tricuspidal im Rahmen von Compassionate-Use-Fällen zu untersuchen. Und Sie sehen hier zwei Patienten, die wir vor längerer Zeit behandelt haben, die höchstgradigen TIs. Das war das Ergebnis zur Entlassung. Und auch im Langzeitverlauf, hier beide Patienten mit einem über 2-Jahres-Verlauf, zeigt sich hier eine sehr gute TI-Reduktion. Die Daten wurden von Philipp Loss und seinen Kollegen auch zusammengefasst. Und Sie sehen hier aus diesen Compassionate Use-Erfahrungen, aus den sehr frühen Erfahrungen, immerhin auch hier eine sehr gute TI-Reduktion nach einem Monat, vergleichbar wie mit dem TriClip. 86% hatten nur noch eine geringe oder moderate TI. Das Überleben der Patienten war sehr, sehr gut. Mortalitätsrate sehr gering und die Hospitalisationsrate auch nicht sehr viel höher, aber natürlich haben wir hier keine Kontrollgruppe. Inzwischen ist das Pascal-System kommerziell verfügbar und wir versuchen gerade mit den Daten von 4 Zentren die ersten kommerziellen Ergebnisse mal zusammenzufassen, und das ist noch eine laufende Analyse, sodass das, wie gesagt, eine Zwischenauswertung ist, aber wir haben immerhin knapp 160 Patienten und Sie sehen, die sind die Patienten, wie sie eigentlich auch in der Triluminate-Studie behandelt wurden, mit einem hohen operativen Risiko, hohes Alter. Interessant, fast 30% haben eine Sonde durch die Tricuspidalklappe liegend, was ja häufig ein Problem dann auch bereitet, auch in der Therapie. Und Sie sehen hier die Ätiologie, 80% sind funktionell, wenige Patienten sind degenerativ und ein paar Patienten auch als mixed bezeichnet. Nun, auch hier sehen Sie in einer CoreLab-Analyse, die wir gerade durchführen, dass immerhin über 80%, sehr vergleichbar mit den zu den vorherigen Daten, im Langzeitverlauf eine gute TI-Reduktion haben. Und im klinischen Verlauf sehen Sie die deutliche Verbesserung in der New York Heart Class. Die meisten Patienten vor der Therapie über 80% waren in der Klasse 3 oder 4. Und Sie sehen dann im Langzeitverlauf nach einem Jahr über 60% sind in der Klasse 1 oder 2. Nun, das ist natürlich die Frage, wie sollen wir diese Patienten selektionieren für diese Therapie?
Hier nur eine Folie, die uns vielleicht so ein bisschen auch schon weiterhilft, denn es gibt, wie gesagt, nur wenige Daten. Wir haben die pulmonale Hypertonie vorher schon angesprochen. Wir haben eine eigene Untersuchung gemacht und die Patienten im Rechtsherzkatheter versucht zu beurteilen. Und Sie sehen die Patienten hier in Blau, die keine pulmonale Hypertonie hatten und tricuspidal interveniert wurden, hatten eine sehr gute Prognose. Die Patienten mit einer postkapillären pulmonalen Hypertonie hier in Rot gezeichnet hatten auch eine relativ gute Prognose. Was aber hervorsticht, sind die Patienten, die eine präkapilläre pulmonale Hypertonie hatten. Das sind nicht viele Patienten, aber immerhin die Patienten, die hier therapiert wurden, und sie waren definiert mit einem mittleren PA-Druck über 30 und transpulmonalen Gradienten über 17, hatten dann im Einjahresverlauf eine deutlich erhöhte Mortalität. Das sind Daten aus 4 Zentren aus Kanada und Europa. Nun, wie sieht es mit der RV-Funktion aus? Auch hierüber haben wir schon kurz gesprochen. Wir haben im Rahmen dieses Triwalf-Registers, das Sie vorhin gesehen haben, diese 250 Patienten, die geklippt wurden, anhand der Tapse in 4 Quartile mal aufgeteilt und konnten überraschenderweise sehen, dass wir hier nicht mit der RV-Funktion im Sinne der Tapse die unterschiedliche Prognose oder ein unterschiedliches Überleben herausdefinieren konnten. Das liegt wahrscheinlich daran, dass die Tapse vielleicht nicht der allerbeste Parameter ist, um die RV-Funktion zu beurteilen. Morgen früh, wenn ich das noch sagen darf, gibt es einen vielleicht sehr spannenden Vortrag aus Leipzig als Late-Breaking Clinical Trial zu diesem Thema. Da werden wir mehr dazu hören. Nun, neben den Clip-Therapien, haben Sie schon gehört, gibt es die Annuloplastie-Systeme, kommerziell das Kardioband. Hier gibt es leider auch nicht sehr viele Daten, aber aus der CE-Zulassungsstudie sehen Sie, wie effektiv dieses Kardioband den Klappenannulus erstmal reduzieren kann. Auch im 2-Jahres-Verlauf eine signifikante Reduktion des Annulus, und Sie sehen, wie dann hier auf der rechten Seite die TI durch diese Therapie reduziert werden kann. Hier müssen Sie ein bisschen aufpassen, hier sind auch die massiven TI noch dazu gerechnet. Wenn man nur die leichten und moderaten dazu rechnet, kommt man auf 72%. Also da hier ist die Klammer falsch, Entschuldigung, 72%. Die NYHA-Klasse verbessert sich, auch hier 82% in der NYHA-Klasse 1 und 2 und auch die Lebensqualität in dem KCCQ-Score deutlich verbessert. Das Neueste, was jetzt in Kürze uns in Europa auch erwarten wird, ist die Klappenimplantation. Sie sehen hier schon, wie das in diesem Video stattfinden kann, nämlich wir führen über ein Kathetersystem diese Klappe in den rechten Ventrikel ein und die wird dann sehr langsam und sehr vorsichtig im Annulus dann aufgeweitet und verankert und dann letztendlich freigesetzt. Wir hatten die Möglichkeit, zusammen mit den Mainzer Kollegen auch in München einige dieser Klappen schon im Rahmen von Compassionate Use Erfahrungen zu implantieren. Und hier möchte ich Ihnen die Daten in der aktuellsten Publikation aus diesem Compassionate Use mal vorstellen. Insgesamt war die Erfolgsrate sehr, sehr hoch. 92% konnten erfolgreich implantiert werden in einer relativ schnellen Zeit. Sie sehen hier, etwas mehr als eine Stunde wurde gebraucht, um die Klappe zu implantieren. Die 30-Tages-Ergebnisse bezüglich der Sicherheit sehr, sehr gut, keine Mortalität. Ein Patient brauchte eine Dialyse, 2 brauchten im Anschluss einen Schrittmacher, weil diese Klappe eben auch auf den RV-Knoten drücken kann. Die TI kann man mit dieser Klappe sehr, sehr gut reduzieren. Sie sehen, über die Hälfte der Patienten hatten eine TI0, überhaupt keine Regurgitation mehr, weitere 30% dann nur eine TI1. Also wenn man das zusammenfasst, dann schlagen wir damit natürlich jegliches Reparatursystem, das bisher auf dem Markt ist. Die symptomatische Verbesserung hier sehr, sehr gut. Auch hier Klasse 1 und 2 76%.
Nun, die Daten habe ich oder die Notwendigkeit für Studien habe ich Ihnen ja schon am Anfang präsentiert. Hier eine kurze Zusammenstellung, weil ich das doch ganz spannend finde, was denn jetzt gerade schon läuft. Und Sie sehen, im randomisierten Bereich gibt es 3 industriegesponserte Studien, die randomisiert die Effektivität der Tricuspidalklappenintervention untersucht mit dem Pascal-System, mit der Evoke-Klappe und mit dem TriClip. Es gibt 2 zusätzliche Investigator-initiierte Studien. Das ist in Frankreich die TriFR-Studie und wir versuchen gerade über die DZHK eine deutsche vergleichbare Studie mit der TriCHF-Studie auch zu starten. Und es gibt einige zusätzliche prospektive Register. Das TriWALF-Register ist das erste, das schon sehr viele Publikationen auch hervorgebracht hat. Auch hier gibt es zusätzliche Register aus Italien und eins aus Deutschland, das ich versuche noch zu etablieren, sodass wir auch hier hoffentlich sehr bald Langzeitdaten in den verschiedenen Bereichen generieren. Nun, als vorletzte Folie, wie sollen wir die Patienten mit einer TI in der Praxis dann vielleicht auch behandeln? Sie haben diese Folie, diese Grafik vorher gesehen. Auch eine geringe, moderate TI hat schon eine Auswirkung auf die Prognose. Nun, wenn wir diese Graduierung der echokardiographischen TI nochmal beurteilen, dann könnte man vielleicht daraus folgern, dass Patienten, die bereits eine moderate TI haben, häufig doch kontrolliert werden sollten, regelmäßig überprüft werden sollten, ob es nicht eine Progression gibt, sodass wir nicht diese späten Stadien mit der extremen Dilatation des rechten Ventrikels und des Anus bekommen. Sicherlich sollte man die Patienten dann zu einer Evaluation in das H-Team schicken, wenn wir eine schwere TI haben. Ganz klar ist es, glaube ich, dass die Patienten oder zumindest die Patienten mit einer massiven TI wahrscheinlich von dieser Therapie profitieren. Wie das mit der schwersten Form der Torrential TI ist, das wird sich zeigen. Irgendwann werden wir sicherlich auch zu einem Punkt kommen, wo der rechte Ventrikel zu ausgebrannt ist und eine TI-Reduktion vielleicht nicht mehr so häufig ist. Das liegt aber sicherlich nicht am Schweregrad, sondern an der rechtsventrikulären Funktion. Ich möchte zusammenfassen, wie gesagt, es gibt die unterschiedlichsten interventionellen Optionen für die Behandlung der Tricuspidalklappeninsuffizienz. Diese werden in prospektiven Registern und einigen randomisierten klinischen Studien untersucht. Das Edge-to-Edge-Verfahren ist das, das am meisten in Europa gerade verwendet wird. Und es hat bereits in den Registerstudien ganz vielversprechende erste Ergebnisse bezüglich des Outcomes gezeigt. Die Rolle der Tricuspidal-Anuloplastie aus meiner Sicht ist etwas unklar. Es wird weitere Generationen und Vereinfachungen in der Kardioband-Applikation geben, sodass das vielleicht dann nochmal dazu führt, dass diese Therapie doch nochmal stärker verwendet wird. Im Moment ist es eher im Vergleich zur Edge-to-Edge-Repair eine Therapie, die nicht so häufig durchgeführt wird. Große Hoffnung habe ich persönlich in die Klappenimplantation. Wir haben bereits weltweit 100 dieser Evoke-Klappenimplantationen, die sehr, sehr gut gelaufen sind. Aber die Indikationsstellung, den Einfluss dieser Therapie auf Patientenselektion und das Outcome muss natürlich noch weiter untersucht werden. Und die TRISCEND-2-Studie, die auch in den nächsten Wochen und Monaten hier in Deutschland starten wird, wird hier sicherlich einige neue Erkenntnisse bringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Super, vielen Dank, Jörg, für diesen wirklich spannenden Vortrag. Du hast auch viele Fragen aus dem Publikum, die anstehen. Vielleicht einfach ein paar vorneweg relativ schnell, denke ich, zu beantworten. Ab welchem PAP mittleren pulmonalen Druck verbietet sich der Tricuspidalclip? Also er verbietet sich erstmal gar nicht. Wie gesagt, ich glaube, die Patienten, die eine
wir müssen die Patienten im Rechtsherzkatheter identifizieren, die eine präkapilläre pulmonale Hypertonie haben. Und bei diesen Patienten müssen wir sehr viel vorsichtiger sein und überlegen, ob hier die Therapie sinnvoll ist. Bei der postkapillären pulmonalen Hypertonie sehe ich kein Problem. Zweite Frage, wie sieht es aus mit dem Risiko für Klappenthrombosen bei Tricuspidalklappenersatz, EVOQUE? Gibt es bisher natürlich wenig Erfahrung. Alle diese Patienten wurden antikoaguliert. Wir haben einen Niedrigdruck- und Niedrigflussbereich auf der rechten Seite, sodass wahrscheinlich eine Antikoagulation immer verpflichtend ist, was kein Problem ist, weil die meisten Patienten sowieso einen Vorflimmern haben. Also du redest von der oralen Antikoagulation, ja. Makumar konkret? Auch, es gibt einige, die auch NOAC schon hatten. Okay. Dann noch eine Frage zu den Studiendaten mit der EVOQUE-Klappe. Gibt es Daten zur postinterventionellen Rechtsherzfunktion beziehungsweise Fälle einer akuten Rechtsherzinsuffizienz bei TR-Reduktion auf TR0 nach Implantation? Das ist eine sehr gute und sehr wichtige Frage. Tatsächlich ist es so, dass wir dies nicht in dem Ausmaß gesehen haben, wie wir das vielleicht von der chirurgischen Erfahrung erwarten würden. Wir sehen tatsächlich eine akute Rechtsherzinsuffizienz so gut wie nie. Aber auch hier ist natürlich bisher eine sehr, sehr vorsichtige Patientenselektion durchgeführt worden. Wie das aussieht bei Patienten, die eine sehr schlechte RV-Funktion haben, das muss ich erst in Zukunft zeigen. Aber bisher ist es sehr vielversprechend. Vielleicht kurze Nachfrage von mir. Habt ihr Screening-Parameter, wo ihr sozusagen Patienten im Moment aussortiert, die vielleicht ein Risiko für ein akutes Rechtsherzversagen haben? Oder spielt das im Moment keine größere Rolle? Wie gesagt, es spielt, glaube ich, schon eine Rolle. Bisher waren wir sehr vorsichtig und haben uns in internationalen Screening-Calls, letztendlich sehr vergleichbar zum Heart-Team, natürlich hier versucht, Patienten zu identifizieren, die auf der einen Seite natürlich für eine andere Therapie nicht in Frage gekommen sind, aber die auf der anderen Seite durchaus noch einen zu erwartenden Benefit dieser Therapie haben würden, sodass, wie gesagt, Patienten mit einer sehr schlechten RV-Funktion ausgeschlossen wurden. Eine Frage bezieht sich auch noch auf die Studie. Wie kam es ohne Device-Embolisation zu einer TI4 bei der EVOQUE-Klappe? Vielleicht kannst du gerade auf die zwei Komplikationen eingehen oder nicht erfolgreichen Implantationen eingehen. Also zu einem kann ich was sagen, weil ich davon gehört habe, bei uns ist das nicht passiert. In Amerika gab es eine Klappe, die nicht gut implantiert war und dann mit einer Sapien S3-Prothese weiter stabilisiert werden musste und dann sich das Ergebnis wieder verbessert hat. Die Patienten mit der TI4, das kann ich jetzt aus dem Kopf jetzt leider nicht wiedergeben. Eine wichtige Frage vielleicht noch, das klang ja auch schon an, Rechtsherzkatheter im Work-up vor Tricuspidalklappeninterventionen, ist das Pflicht? Ist das eher so eine Frage, ist das Pflicht? Brauchen wir die Daten? Geht es ohne? Vielleicht kannst du da noch mal zwei, drei Sätze zu sagen. Also gehen ohne tut alles. Ich denke, wir sind im Moment in der Verpflichtung, wenn wir diese neuen Therapien einsetzen wollen, dass wir die Patienten bestmöglichst charakterisieren, um letztendlich aus diesen Prozeduren auch zu lernen. Aus meiner Sicht sollte eine Rechtsherzkatheteruntersuchung durchgeführt werden, weil wir, wie gesagt, diese Patienten mit einer präkapillären pulmonalen Hypertonie identifizieren sollen und wollen, weil wir da auch eben überlegen müssen, ob wir nicht alternative Therapieformen oder medikamentöse Therapieformen eigentlich bevorzugen sollten. Okay, ich habe jetzt, glaube ich, hoffe ich, die brennendsten Fragen aus dem Chat mitgenommen und abgebildet. Wir nähern uns ja auch so ein bisschen dem Ende. Wir hatten ja eigentlich noch eine relativ lange Roundtable-Diskussion vorgesehen. Ich glaube, die haben wir zwischendurch eigentlich sehr erfolgreich schon mal geführt und anklingen lassen. Ich würde vielleicht noch ganz kurz die letzten Minuten dafür nutzen, dass wir doch auch innerhalb des Panels vielleicht noch mal so eine Diskussion angehen.
Fangen wir ganz vorne an. Herr Paul hatte, fand ich, ein sehr, sehr interessantes Slide gezeigt, wo er aufgezeigt hat, die Kombination Tricuspidal- und Mitralklappeninsuffizienzen und Prognose. Da fällt dann immer auf, zwei mittelgradige Vizien machen eine schlechte Prognose, aber machen eigentlich noch keine Interventionsindikation. Wie sollen wir eigentlich damit umgehen? Also die mehr Vizien oder die Multivizien, die alle so mittelgradig sind, Patient hat Luftnot, richtig relevantes klinisches Problem, und wir wissen, glaube ich, alle nicht so genau, wie wir damit umgehen sollen. Vielleicht können wir da mal ein Statement bekommen. Herr Lüdecke hat sich gerade live geschaltet. Wollen Sie anfangen? Ich glaube, die Frage, die kann man direkt ergänzen um den zweiten Aspekt, wie die Dynamik dieser Vizien ist, weil das ist immer was, wir haben ja eine ganz statische Betrachtung auf die Mitral- und Tricuspidalklappeninsuffizienz und ist meistens ja auch so eine Single-Point-Analyse, und ich glaube, gerade die Patienten, die biventrikuläre Vizien haben, ich glaube, das ist auch eine eigene Entität, die man vielleicht noch besser charakterisieren muss. Das sind ja auch häufig Patienten mit Restriktionen, teilweise biventrikulären Restriktionen, auch häufig PIF-PEF. Und ich glaube, dass einfach eine Aussage, ob die davon profitieren, die kann man zum jetzigen Zeitpunkt wahrscheinlich nicht treffen. Aber ich glaube, die geht auf jeden Fall damit einher, dass man die Patienten auch belasten muss, dass man unter Belastung, und hier ist letztlich auch nicht ganz klar, welche Belastungsform tatsächlich ideal ist, ob das tatsächlich die Ergometerbelastung ist. Viele Zentren machen Handgrip zur Nachlaststeigerung, um das Vizium zu beurteilen. Und das geht, glaube ich, Hand in Hand, wenn man darüber sprechen möchte, ist das praktisch eine Therapieindikation, wenn wir biventrikuläres Vizium haben. Und dann kommt, glaube ich, auch der Rechtsherzkatheter zum Tragen, dass man einmal charakterisiert, ob das praktisch ein fortgesetztes linksventrikuläres Problem ist oder ob dann nochmal ein pulmonalvaskuläres Problem dazukommt. Und ich glaube, das ist genau die Fragestellung, die man beantworten muss. Also linksventrikuläre Funktion, rechtsventrikuläre Funktion und das Gefäßbett dazu und das Ganze vielleicht noch unter einer Belastung. Dann wird man, glaube ich, so der Herangehensweise an zwei mittelgradige Vizien am ehesten gerecht. Ja, Herr Baumgarten? Ich würde vielleicht gerne noch mal auf eine Problematik hinweisen in dem Zusammenhang. Man muss immer differenzieren. Wir haben Daten, dass ein gewisses Ausmaß von Insuffizienz schlechtere Prognose bedeutet. Und wir haben, Herr Hausleiter hat auch wieder dieses Diagramm gezeigt, bei der Tricuspidalinsuffizienz, das beginnt schon bei einer leichten Tricuspidalinsuffizienz. Und wir wissen das ja auch von der Mitralinsuffizienz, da war dasselbe Prozess, und das hat letzten Endes dazu geführt, dass man in Europa die Graduierung verändert hat und hat, wenn man jetzt von dem Effective Regurgitated Orifice Area ausgehen will, aufgrund dessen, weil man gesehen hat, dass ab 0,2 die Prognose schlechter wird, das hier schon als schwer eingestuft. Die Amerikaner haben das wieder zurückgenommen. Die Amerikaner haben auch in der aktuellen Leitlinie, wahrscheinlich auch wieder zu extrem, sich auf das zurückgezogen, dass sie selbst bei der sekundären Mitralinsuffizienz schwer nur ab 0,4 bezeichnen. Das ist wahrscheinlich wieder das andere Extrem. Aber ich glaube, die Diskrepanz von Coapt und MitraFR, was sie wahrscheinlich am ehesten zeigt, ist, dass dieser Bereich zwischen 0,2 und 0,3, der eben einer nicht sehr ausgeprägten Mitralinsuffizienz betrifft, das ist zwar in der Population mit einer schlechteren Prognose verbunden, aber höchstwahrscheinlich ist eine Veränderung dieser Mitralinsuffizienz nicht mit einer Veränderung des Outcomes verbunden. Und wir brauchen einfach die Daten. Es hilft nichts zu zeigen, dass ein Ausmaß sekundärer Insuffizienz die Prognose verschlechtert, sondern wir brauchen die Daten, wann wird die Prognose durch eine Reduktion und auf welches Maß verbessert. Und da stehen wir halt leider Gottes noch immer mit sehr diskrepanten Daten da, und das muss besser fundiert werden, um wirklich auch fundierte Empfehlungen für die Behandlung machen zu können. Gut, ich glaube, da sind natürlich viele Studien auch unterwegs. Ich glaube, wir werden die Daten bekommen. Vielleicht Michael, an dich nochmal eine ketzerische Frage zum Schluss. Das waren ja jetzt viele Statements auch pro Intervention. Wie würdest du das sehen? In 5 Jahren sind wir immer noch am Klippen von Mitral- und Tricuspidalklappen bei der Herzinsuffizienz, oder brauchen wir das trotz mit optimierter medikamentöser Therapie nicht mehr? Wie siehst du das? Nee, ich glaube,
Ja, ich glaube, da sind dann eindeutig die Grenzen. Was ich ja versucht habe zu sagen, ist, dass da die Prognose besser wird, aber die wird vielleicht auch mal minimal besser mit bestehender Mitralinsuffizienz. Und man hat auch gesehen, dass anders als viele denken, manche dieser Substanzen zwar die Prognose verbessern, das ist das Gegenteil von dem, was Herr Baumgarten gerade gesagt hat, aber im Prinzip nichts am Remodeling machen. Das können ja also ACE-Hämmer beispielsweise, da wird das nicht besser. Und ich glaube, dass das ganz unterschiedliche Mechanismen sind und Ansatzpunkte. Und das wird, ich denke, meine persönliche Einschätzung komplementär bleiben und beides wird notwendig sein. Genau wie diese vielfache Kombinationstherapie. Sobald ein neuer Mechanismus dazukommt, funktioniert es wieder ein Stück. Und die Prognose ist immer noch saumäßig 50% Tote in 5 Jahren. Ja? Gut. Bei Herzinsuffizienz. Vielleicht noch ganz kurz zum Abschluss eine Frage einmal Herr Laus, Herr Hausleiter. Wenn Sie sich wünschen könnten, ein optimiertes Device für die Tricuspidalklappe, was würden Sie verbessern, was muss besser werden? Also ich glaube, dass eine Edge-to-Edge-Repair wahrscheinlich das Therapiekonzept der Zukunft sein wird. Erst recht, wenn wir die Patienten früh genug bekommen, damit wir nicht die Probleme einer Klappenthrombose und Klappendegeneration wie bei dem Klappenersatz fürchten müssen. Natürlich gibt es viele Möglichkeiten, die Device zu verbessern. Die dürfen vielleicht etwas schmäler, etwas breiter sein, dass man besser unter die, es ist wichtig, dass man leichter unter die Cords kommt. Wichtig ist vor allen Dingen eine bessere Sichtbarkeit echokardiografisch für die Tricuspidalklappe, denn wir haben ja mit der TE hier erhebliche Limitationen und das Pascal-System, das ja sehr, sehr gut funktioniert, hat aufgrund der Größe natürlich auch einige Nachteile und macht auch sehr viele Schallschatten. Ich bin mir sicher, dass Edwards hier sehr viel weiterentwickeln wird und dass wir, ich meine, wir haben jetzt die erste Generation. Beim Triclip haben wir letztendlich die dritte oder vierte Generation. Wir werden hier schnelle Entwicklungen sehen, die die ganze Therapie noch sehr viel effizienter macht. Und Herr Lüdecker, aus Ihrer Sicht kurz noch ein Statement zur Mitralklappe. Was muss besser werden? Was braucht man noch dazu? Also ich glaube, da kann man wahrscheinlich fast 1:1 die Kommentare von Jörg Hausleiter übernehmen. Und ich glaube, die Entwicklung, die wir gerade sehen, gerade auch dadurch, dass es jetzt ein bisschen kompetitiver in dem Feld geworden ist, die führt dazu, dass wir das differenzierter angehen können. Und dadurch, dass jetzt auch neue Möglichkeiten sind, in prospektive Studien einzuschließen, glaube ich, arbeiten wir auch massiv an der Qualität dessen, was wir machen und vor allem auch an dem Follow-up dieser Patienten. Und ich glaube, das ist gerade der richtige Weg, den man da geht. Ja, wunderbar. Dann ganz herzlichen Dank an alle Redner und Referenten. Ich glaube, wir hatten eine wirklich spannende Sitzung von der Pathophysiologie der tricuspidalen Mitralklappeninsuffizienz über die medikamentöse Therapie und dann wirklich zu neuen interventionellen Verfahren, wie wir gelernt haben, wo wir sicherlich noch viel Daten brauchen. Im Chat war auch eine Frage, wie ist das alles finanziert? Das sind sicherlich alles spannende Fragen. Da brauchen wir mehr Daten, da brauchen wir mehr Studien, die sind alle auf dem Weg und die bekommen wir. Und ich glaube, dann werden wir nächstes Jahr an gleicher Stelle schon sehr, sehr viel mehr wissen. Ich wünsche Ihnen allen einen wunderschönen Abend. Vielen Dank und dann bis demnächst mal wieder. Hoffentlich persönlich.